So, wir brauchen jetzt die Dinger da. Chemical Plants. Brauch Wunder, Wunder, Stahl. So, da ist jetzt Lava-Geschichte. Wir können jetzt Luft herstellen. Flüssige Luft. Dafür brauchen wir allerdings eine gelbe Fabrik. Das kommt später. Und wo sind die anderen Lava-Sachen? Lava, Lava. Lava, Lava, Lava. Ernsthaft, wo ist die ganze Lava, andere Lava-Sache? T. Genau, das haben wir gerade erforscht. Geothermal Extractor. Das ist quasi der Pumpjack für Lava statt Öl. Lava-Händler. Air-Intake. Ach so, das ist gar nicht eine gelbe Fabrik gewesen. Das war eine Luftkomprimierungs-Verflüssigungsanlage, die wir für verschiedene Zwischenschritte brauchen. Aber wo ist der Geothermal Extractor? Hier nicht. Hier ist der Pumpjack. Hier ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Da nicht, da nicht, da nicht. Da nicht, da nicht. Ah, hier bei den Ditec-Maschinen. Ja, okay, macht Sinn. Von diesen Luftdingern braucht man nicht besonders viele, weil Luft kann man sehr schnell herstellen. Brauche ich aber auch erst, wenn wir da sind. Hier, Geothermal Extractor braucht Stahl. Ihr könnt mich doch alle mal. Das war eine gute Idee, davon gleich einen zweiten zu bauen. So. So. Ich werde damit aber erst anfangen, wenn die Ölgeschichte fertig ist. Weil wenn wir jetzt zwei Sachen gleichzeitig so halbwegs aufbauen, dann dauert das viel, viel, viel zu lange. Also ich hätte jetzt gerne die letzte Raffinerie. Und eine Menge Chemical Plants. Und blaue Fabriken haben wir schon zwei. Hätte ich trotzdem noch mal gerne fünf extra. So. Dann Forschung. Forschung habe ich gerade nicht laufen lassen. Das ist nicht gut. Ich hätte jetzt ganz gerne die bessere Stromgeschichte. Wollt ihr mich veräppeln? Die brauchen schon rote Chips. Ah, die Engines nur blaue. Das ist sehr gut. Genau. Her damit. Das will ich haben. Und dann mache ich aus den ganzen hier blaue Engines. Und aus denen da wahrscheinlich auch. Das könnte schon mal gut was bringen. Ja, wir sind immer noch bei 50 rum. Okay. Genau, hier hatten wir die letzte Refinery. Andersrum, andersrum. Du, wo sind meine Rohre? Da sind Untergrundrohre. Ja, wo sind meine normalen Rohre? Die werden gerade alle verbraucht für die ganze Sache. Mist. Okay. Fangen wir mit dem Schweröl an, um daraus Lubricant herzustellen. Haben wir überhaupt schon das Rezept für Lubricant? Das müsste hier mit bei sein. Nee? Können wir jetzt das schon herstellen? Ja, können wir. Okay. Also Schweröl muss dann hier hinten hin. Hier bräuchten wir zwei Tanks, die wieder Stahl brauchen. Tank, da, bau fünf Stück. Also Schweröl wird dann von allen Fabriken weitergeleitet. Obwohl, einmal sollten wir es zerlegen. Wir können es ja so machen, dass die beiden Refineries hier, die ich übrigens auch mal einstellen kann, dass die beiden Refineries das zerlegen zu Leichtöl und dann weiter zu Petroleumgas und nur die eine hier das Schweröl in einem Tank einlagert und den Rest zu Lubricant macht. Das ist, glaube ich, eine recht praktische Lösung. Sonst haben wir irgendwann das Problem, dass sich das Lubricant staut, denn das Schweröl sich staut und dann die ganzen Refineries nicht arbeiten. Was ja nicht so schön wäre. Und ich brauche meine Rohre, verdammt. So. Schweröl. Einmal Schweröl puffern, bitte. Gucken wir mal, ob wir das so hinbekommen. Darum. Darum. Daraus. Daraus, daraus, darum. Schon kann ich nicht mehr hier durchlaufen. Das ist nicht gut. Na, nee, ich hätte gerne mindestens so viel Puffer. Ist okay. Das andere Schweröl läuft denn hier in eine Chemical Plant, die bestimmt gleich Wasser braucht zum Zersplitten. Können wir überhaupt schon Schweröl splitten?
Nächster Punkt können wir nämlich, glaube ich, nicht. Wir können nur Fuel-Blöcke daraus herstellen. Okay, das heißt, wir müssen momentan alles an Schweröl da hinten hinpumpen. Und die Forschung ist fertig, sehr gut. Und das konnten wir nicht, weil wir keine Science-Packs hatten. Und die können wir nicht machen, weil wir keine Batterien haben und Advanced Circuits. Advanced Circuits bräuchte Plastik. Plastik können wir gleich herstellen. Das schaffen wir. Fangen schon mal an zu forschen. Ich bin... Na, wir können es nicht forschen. 250. Ja, forscht die Sachen. Das braucht eine Weile. So, also. Alles an Schweröl muss jetzt hier eingelagert werden, weil wir es noch nicht splitten können. Also nicht so. So, so. So, so. So, so. Das ist jetzt Schweröl. Alles Schweröl wird da hingebracht. Okay. Ich glaube, der Tank muss weg. Weil wir haben jetzt einmal das Leichtöl hier. Das kommt da raus. Ah ne, das geht sogar auf. Okay. Dann kommt hier das raus. Was ich jetzt damit nicht verbinden darf. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Ne, tut mir leid, du musst weg. Plopp. Machen wir das alles weg, die paar Tropfen Öl, die da drin sind. Sind denn halt weg. Folgendes Problem nämlich. Wir müssen das alles ja jetzt abtransportieren. Das heißt, die gesamte untere Reihe hier ist belegt von Schweröl. Die mittlere Reihe ist jetzt belegt von Petroleumgas. Und die Reihe hier wird belegt sein von Leichtöl. So. Nach da. Oh nee. Ah, das ist problematisch. Du gehst da runter, kommst da hoch. 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 Und du gehst nach da weiter. Also, das da ist Leichtöl, sobald ich das jetzt alles richtig verbunden habe. Flup, 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 flup. Genau. Schweröl geht noch nach da, wird später umgestellt. Petroleumgas. Petroleumgas geht da runter, kommt hier hoch, da runter, kommt hier hoch, geht da runter. Kommt hier hoch, macht da ein... Nein. Kommt da hoch, macht da einen Knick, damit das alles auf einer einigermaßen Linie liegt. So. Warum ist da jetzt Schweröl? Weil er sich damit verbunden hat. Ja. Ich will mein Petroleumgas da jetzt drin haben. Genau so. Also ist... Da raus. Dann dürfte sich nicht verbinden. Richtig. Gut, dann geht's da hoch, da rum. Da runter kommt da raus. So, Leichtöl, Petroleumgas. Schweröl. Okay, wo kommen die Tanks jetzt hin für Schweröl? Einfach daran? Spricht da was gegen? Ich will jetzt keinen Fehler machen, dass ich nicht gleich wieder das ganze Ding abreißen muss, aber es sieht gut aus. Ja, okay. Schweröl staut sich hier. Leichtöl soll benutzt werden, um Fuelblocks herzustellen. Und die Fuelblocks sollen später hier unten die Kohle ersetzen. Das heißt, das Leichtöl müsste eigentlich jetzt hier irgendwo einen Knick nach unten machen. Nicht sofort, aber bald. Das heißt, wir machen jetzt mal einen weiter noch. So hier, dann geht's hier nach unten. So. Petroleumgas geht runter, hoch, runter und weiter. Um dann nach oben zu gehen, um dann hier die ganze Schwefelgeschichte zu machen. Genau, du gehst runter und hast denn hier eine Chemiefabrik, die wahrscheinlich auch wieder Wasser braucht. Ich mach das mal... da müsste okay sein. Du stellst bitte
Brennstoffblöcke her. Du brauchst dazu was? Nur Leichtöl. Okay, super. Dann... So. So, so. So. Guti. Das heißt, wir könnten das jetzt schon machen. Das ist ja auch sehr schön. Das ganze Eisen ist jetzt im Weg. Ja, das kriegen wir umgemodelt. Reiß mal hier alles ab, mach's kaputt und sammel's auf und dann passt das schon irgendwie. Also wir brauchen ein Fließband, das jetzt von hier nach da läuft. oder unterirdisch. Ja, unterirdisch ist gut. Dann kommt das hier ran. Nee. Das Eisen ist doof. Alles viel zu eng hier. Wir haben noch keine schnellen Fließbänder, ne? Nein, haben wir nicht. Da. Das ist das Beste, was ich anzubieten habe, Eisen. Nimm es oder stirb. So. Okay. Und hier fließt jetzt das mit den Fuelblocks lang. Wobei wir das so machen werden, dass von vornherein gleich halbe Ärmchen und ganze Ärmchen daran arbeiten. Weil die müssten hier recht flott gewesen sein. Davon hätte ich gern ein paar. Ja. Geht jetzt schon gut ab. Sehr schön. Das heißt, hier müsste jetzt ein Splitter hin. Also ich unterbreche mal ganz kurz die Kohleversorgung. Was in die Hose gehen könnte. So. Und ersetzt das einfach durch die Brennstoffblöcke. Oh, so ist noch viel schicker. Du weg. Du verbindest dich hier. Du gehst darum, darum, darum. Fertig. Okay, es kann jetzt einmal zu einem kleinen Ruckler kommen. Wir haben viel Kohle. Können wir eine große Kiste einfach so darauf bappen? Nee, können wir nicht. Und wenn ich die jetzt abreiße, dann bin ich tot. Haben wir irgendwas, was Kohle braucht? Ja, hier. Füllt euch mal. Mein Inventar muss leer werden. Das hat nicht so wirklich viel gebracht. Ja, jetzt füllt sich das auch mit Fuelblocks. Nicht die Idee dahinter gewesen. Oh, das aufgehört zu arbeiten. Das ist auch nicht schön. Warum hast du aufgehört zu arbeiten? Weil wir keinen Abnehmer haben für Petroleumgas. Richtig. Das heißt, das sollten wir schnell machen. Bautanks. Hier. Und da. Und verbinde die schnell. Und da staut sich jetzt Petroleumgas. Das heißt, es müsste auch wieder Leichtöl kommen. Warum arbeitet ihr nicht? Ist das Schweröl voll? Nö, bei weitem nicht. Warum arbeitet ihr nicht? Weil kein Öl kommt? Achso, du bist gar nicht angeschlossen. Da. Normale Rohre. So, du hast Öl. Petroleumgas wird nicht abtransportiert. Warum nicht? Ah, weil da kein Anschluss ist. Okay. Du, da. Jetzt müsste Leichtöl wieder ankommen und wieder Fuelblocks herstellen und alles wird befeuert. Okay. Sowas würde ich echt gerne vermeiden. Das heißt, die Pufferkiste kommt nicht da hinten hin. Die Pufferkiste kommt hier vorne hin. Gib mir eine Large Iron Chest. Brauchst sehr große Kisten. Das Eisen ist schon wieder im Weg. Geh weg, der Eisen. Das Eisen wird vollkommen gemobbt bei uns hier. Das ist echt nicht schön. So, du... Yeah. Achso, ist egal, wie rum wir es drauflegen. Gut. Du nimmst, du legst drauf.